Hallo meine lieben Leute, euer BlueXTuma wieder am Start und ich zeige euch heute das neueste Level von Hyrulean, nämlich Bowser's Castles of Pain and Puzzles, und das ist ein sehr schweres Level und von daher habe ich hier nur den Versuch gezeigt, der geklappt hat. Also das ist ein Nachcommentary sozusagen und ja, ein Walkthrough auch. Und ja, es ist sehr schwer, es haben aktuell nur 7 geschafft. Wahrscheinlich jetzt, wenn das Video online kommt, haben es schon ein paar mehr geschafft. Aber auf jeden Fall Abschlussrate 0,01% und von daher ziemlich extrem schwer. Und hier am Anfang scheitern, denke ich mal, schon die meisten. Ja, den Pilz, den würde ich nicht sofort nehmen. Und ja, das Wichtige ist, man braucht den Pilz relativ lange sogar. Sonst kommt man nicht weiter. Und jetzt kommt dann auch schon eine schwere Stelle. Nämlich, hier muss man auf die Koopas hüpfen. Und ich hüpfe immer auf die oberen Koopas gleichzeitig. Und halt dann immer den Sprungknopf gedrückt. So funktioniert das eigentlich immer ohne Probleme. Und ja, das Video hilft auf jeden Fall, vielleicht auch dem einen oder anderen, dieses Level zu schaffen. Und ja, ihr könnt es ja gerne mal versuchen. Es wird aber wahrscheinlich auch trotz diesem Walkthrough ein bisschen länger dauern. Genau. Und hier muss man mit der Feder die andere Feder wirbeln. Auf jeden Fall eine richtig coole Idee. Jo. Und sich dann treffen lassen, die Feder nehmen. Und dann weiter spinnen. Und man hört einen Yoshi. Den gibt's nachher. Gratis dazu. Und hier darf man sich nicht treffen lassen. Einfach durchrennen. Denn dann trifft der Kettenhund einen nicht. Und hier braucht man das gewisse Timing. Irgendwann hat man das raus. Man kann, ja, man kann zählen. Oder, ja, jeder hat so seine eigenen Timing-Strategien. Zählen oder, ja, einfach nach Gefühl. Nach Gefühl. Ich habe es, glaube ich, nach Gefühl gemacht. Und hier ein paar Powerblock-Sprünge. Die sind einfacher, als sie aussehen. Man muss sie einfach nur an die Wand klatschen. Wobei ich jetzt hier auch ein paar Probleme hatte. Ja, aber in der Regel klappt es relativ schnell. Na, wann klappt es? Das dauert ein bisschen. Ja, sowas kann vorkommen. Normalerweise dauert es nicht so lange. Ja, endlich habe ich es geschafft. Und jetzt haben wir den Yoshi. Und mit dem müssen wir jetzt ultra krasse Dinge machen. Nämlich hier den Panzer holen. Und wir brauchen die Feder. Ja, die brauchen wir. Und die bekommen wir, indem wir hier wieder zurückgehen und dann den Yoshi stehen lassen und uns die Feder nochmal holen. Die Feder brauchen wir nämlich für einen großen Abgrund. Ich habe da ziemlich lange getüftelt, wie er das sich vorgestellt hatte. Und ja, ich bin dann auf diese Lösung gekommen. Ziemlich krass. Und ja, jetzt wird, denke ich, jedem klar, warum die Abschlussrate so gering ist. Und jetzt kommt auch wieder ein sehr krasser Sprung, der einiges an Training erfordert. Ja, das hat auch durchaus Fail-Potenzial. Und ja, jetzt gehen wir mit Yoshi und mit der Feder durch die Tür. Ich weiß nicht, warum ich da Pause gedrückt habe. Wahrscheinlich habe ich kurz über irgendwas nachgedacht. Das habe ich auch im späteren Verlauf noch einmal gemacht. Und jetzt mit der Feder können wir uns wieder diesen Powerblock holen. Den brauchen wir auch und ja, man sollte den nicht im Voraus wieder ausspucken, sondern den mitnehmen. Und dann kommen wir später an der Stelle vorbei, wo der Bomb-Omb vorher war, nämlich hier. Da spucken wir den Powerblock kurz aus und entzünden die Bombe und ja, nehmen den Powerblock wieder. Und jetzt müssen wir gleich fliegen, weil jetzt kommt der Abgrund. Und jawohl. Und hier brauchen wir dann den Powerblock, den wir auch nur so aktivieren können. Da ist das Timing auch relativ schwer. Ich habe es jetzt auch beim zweiten Mal, glaube ich, geschafft. Ja gut, was heißt relativ schwer? Das ging eigentlich in Ordnung. Und jetzt sind wir schon beim Checkpoint angekommen. Und wir brauchen den Yoshi nach wie vor. Denn mit der Feder alleine funktioniert das nicht. Und wir müssen den Checkpoint aktivieren, weil wir hier sterben müssen. Später zeige ich euch den Grund dafür. Der wird auch gleich kommen. Und ja, kriegen wir hier zum Glück wieder den Pilz.
Denn ich glaube, Hyrulean hat hier einen kleinen Fehler gebaut. Aber den zeige ich euch gleich. Und hier gibt es einen Helm, den man sich holen sollte. Denn das hat einen bestimmten Grund. Nämlich, dass man sich einmal treffen lassen kann im späteren Verlauf. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und das geht einfach, indem wir die Powerblöcke am besten auch wieder gegen die andere Wand klatschen. Und ja, hier kann es vorkommen, dass eine random Bowser-Flamme einen tötet. Aber ja, passiert relativ selten, würde ich sagen. Und hier ist ein unsichtbarer Block dann noch unter der Röhre, dass man den Helm auch nutzen kann. Und weiter geht's, würde ich sagen. Jo, der Raum ist einfach. Ja, also dieses Level gefällt mir ultra. Und sind sehr viele Ideen da. Und jetzt brauchen wir ein paar rote Münzen. Eine rote Münze, die kann man sich so mit dem Panzer holen. Oder man kann hier gewagt durch die Kreissägen springen. Aber ich empfehle es so, wie ich es gemacht habe, mit dem Panzer. Genau, und dann brauchen wir hier weiterhin einen Panzer mit einem Powerblock. Der Abschnitt ist eigentlich relativ easy. Und ja, wir brauchen den Panzer nochmal. Da dachte ich erst, dass man einen Shelljump machen muss, aber man muss es nicht. Und jetzt kommt der Grund, warum der Helm ganz gut ist. Denn man muss das Level mehr oder weniger nochmal machen. Das kann man jetzt finden, wie man will. Ich habe Hyrulean auch darauf angeschrieben. Und er hat mir zurückgeschrieben, dass er es einfach so asozial wie möglich machen wollte. Und ja, wer hier angekommen ist, wird, denke ich mal, nervös. Also ich wurde es zumindest. Also meine Finger haben leicht zu zittern bekommen. Und hier ist der Grund, warum man das Level resetten muss. Nämlich, dieser Block ist nicht da, wenn man nicht einmal gestorben ist. Denn die werden nicht resettet. Und genau. Deswegen muss man sich nach dem Checkpoint töten, damit diese Blöcke wieder erscheinen. Oder dieser eine Block. Dieser eine einzige Block. Und ja, den Helm, den haben wir jetzt nicht gebraucht. Für einen Speedrun, theoretisch, brauchen wir den sowieso nicht. Und hier können wir einfach durch, ja. So habe ich es auch gemacht. Einfach den Helm verloren. Und dann, ja, den Abschnitt einfach nochmal machen. Und ich trinke mal einen Schluck. So. Ja, das ist einfach jetzt wieder Backtracking. Hier war übrigens eine Feuerblume drin, die man nicht unbedingt braucht. Und ja, das Level hat sehr viele Ideen. Und ich fand, das ist eines der besten Challenges, die es so aktuell auf Mario Maker gibt. Und es ist nicht zu Kaizo. Also, ja, es ist zwar sehr schwer, aber es ist eben lang. Und eben schwer, aber ich würde sagen, nicht Kaizo. Also, ja. Wobei es da auf die Definition von Kaizo ankommt. So. Und jetzt haben wir gleich den Yoshi wieder. Yoshi, komm in meine Arme. Jawohl. Und ich habe vorher nur so ein bisschen getrickst. Denn es gibt noch eine viel einfachere Möglichkeit, den Abgrund zu überwinden. Und ja, wer jetzt das nicht geskippt hat, sieht diese einfachere Methode. Nämlich, man kann den Powerblock mit Flügeln einfach nutzen. Und so sollte man das eigentlich auch machen. Denn mit der Feder ist es relativ schwer. Aber ich bin tatsächlich erst nicht auf die Lösung gekommen mit dem Powerblock mit Flügeln und habe da richtig lange nach einer Lösung gesucht. Und ja, ich habe sie zum Glück noch gefunden. Nämlich das mit der Feder. Und irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen, dass man ja auch auf den Powerblock springen kann. Und so mache ich das hier auch. Genau. Und ja, jetzt warten wir sie wieder so ein bisschen. Und diesen Powerblock kann man auch leichter aktivieren, weil der Yoshi den Powerblock nicht im Maul hat und den nicht ausspucken muss, sondern es einfach so machen kann. Jawohl. Und jetzt sind wir wieder hier. Den Checkpoint, den können wir gar nicht mehr aktivieren. Aber hier müssen wir einfach drüber. Und jetzt sind wir auch schon fast am Ziel. Leider kann man den Yoshi da nicht durch die Kreissägen mitnehmen. Ich habe das ultra oft probiert im Trainingsmodus. Generell sollte man solche Level immer im Trainingsmodus spielen, weil man da einfach immer wieder an die Stellen kommt. Und jetzt bin ich beim zweiten Checkpoint. Und ja, jetzt kommt eigentlich nichts mehr, sondern nur noch ein Bowser-Kampf. Und wenn ihr den Powerblock dabei habt, dann könnt ihr den einfach skippen und hier ins Ziel springen. Jawohl. Also das war ein richtig schönes Level. Ich hoffe,
Es hat euch gefallen. Und vielleicht habt ihr Bock, auch dieses Level zu lösen und euch in die Reihen der Sieger euch einzureihen. Genau, denn ich denke mal, aktuell haben es so 10 geschafft. Ich weiß es nicht. Muss ich mal demnächst nachschauen. Und ja, ich habe natürlich auch den Rekord mit 5,53. Ich glaube, die Zeit habe ich inzwischen nochmal verbessert gehabt. Und genau, das war's dann wieder für dieses Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und Hyrulean ist mit dem Bookmark-Link in der Videobeschreibung und so weiter und so fort. Also dann, bis dann und ciao!